Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Heute möchte ich euch gerne mal was Besonderes vorstellen. Ich werde meinen großen PC hier, den mit dem Be Quiet Gehäuse, in einen kleinen Mini-ETX Gehäuse einbauen. Dazu habe ich jetzt ein paar andere Komponenten gekauft. Ist ja anders nicht möglich. Ja, hier ist aktuell eine 3070 verbaut. Die wird auch in der Founders Edition, die hatte ich ja letztens einmal vorgestellt und auch einen Teardown gemacht. Und die werde ich jetzt auch hier in das Mini-ETX-System einbauen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich benötige dafür. Wir müssen einmal das Motherboard wechseln. Dazu werde ich das Gigabyte, Augenblick, das habe ich hier. Ich werde es mal kurz einblenden. Einmal das Gigabyte Z490 Ultra im Mini-TX-Format. Solides Board. Ich bin mal gespannt, was es so drauf hat. Und Kostenpunkt für dieses Mainboard sind aktuell 250 Euro. Ist schon teuer, muss man dazu sagen. Dementsprechend bietet das auch ganz gute Funktionen. Ja, wie gesagt, verbaut haben wird dann die 3070 noch als Grafikkarte. Wechseln muss ich natürlich das Netzteil. Ich habe aktuell hier ein Enermax-Netzteil verbaut mit 850 Watt. Ist leider mit 160 mm Länge zu groß. Passt nicht mehr in das Raven. Augenblick, das ist das Raven Z03 RGB-Gehäuse. Das werde ich jetzt mal einblenden, wie das aussieht. Können wir auch später sehen, wenn wir das auspacken. Ja, als Netzteil habe ich jetzt hier ein SFX 650 Watt 80 Gold. Von Silverstone gekauft. Ist ein gutes, solides Netzteil. Kostenpunkt sind ungefähr 130 Euro. Dann als Kühler haben wir den Noctua. Oh Gott, ich muss mir den Namen nochmal angucken. NHL12S. Ist ein Low-Profile-Kühler, aber mit Abstand einer der besten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ob stimmt, bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn ihr andere Vorschläge habt, wie gesagt, ich habe alles nachgeschaut und der Noctua hat da echt immer am besten abgeschnitten. Ja, Gehäuse werde ich einblenden. Das ist das von Silverstone, das Raven Z03 ARGB. Was es kann, wie es aussieht, die Funktionen, das werde ich natürlich auch zeigen. Gut, ja, das war es jetzt erstmal hier von meiner Seite. Ich würde sagen, ich muss den PC jetzt erstmal auseinanderbauen. Auseinandergebaut sieht er dann. Schwupps! Der PC ist auseinandergebaut. Ja, wie gesagt, alte Komponenten stelle ich mal ganz kurz vor. Den 10900K werden wir in Mini-ETX verbauen. Natürlich stellt ihr euch jetzt die Frage, kann dieser Kühler die CPU kühlen? Ja, die CPU kann gekühlt werden mit diesem Kühler, allerdings natürlich ohne Overclocking. Selbst mit Boost-Takt soll der Kühler ohne Probleme laufen. Wie gesagt, Messwerte, die gucken wir uns dann auch mal an. Ja, dann habe ich hier noch eine NVMe, eine 1 TB von Samsung. Das ist die CPU. Dann Arbeitsspeicher haben wir 32 GB von Corsair, DDR4 3200er. Dann einmal die 3070 im Mini-ETX, das sollte reichen. Dann haben wir noch eine 2 TB SSD von Crucial. Und einmal eine 500 GB Verbatim SSD. Die werden wir verbauen. Insgesamt komme ich dann auf 3 TB. Alles SSD. Und ja. Gut. PC ist auseinandergebaut. Jetzt können wir uns hier ran machen. Wir werden anfangen mit dem Gehäuse und werden den PC dann gemeinsam zusammenbauen. Gut.
So, ganz wichtig ist, dass ihr vorab, bevor ihr den Lüfter draufsetzt, alle Kabel befestigt, weil wenn einmal der Kühler drauf ist, dann hat man eigentlich so gut wie keinen Zugang mehr auf irgendwelchen Anschlüssen. Deswegen muss man das alles im Voraus machen und erst ganz zum Schluss erst den Kühlblock drauf.
So. Übrigens, die oberen beiden Werte hier sind noch mit der Eisbär-Wasserkühlung. Die unteren Werte sind noch mit dem flachen Kühler. Und ihr habt gesehen, Maximaltemperaturen waren jetzt ungefähr hier bei 79 Grad, also 80 Grad. Und beim ersten Run, wenn man zwei, drei Runs macht, also die wird sich schon auf 85 Grad bis maximal 90 Grad einpendeln. Aber, wie gesagt, ich habe es noch nicht erlebt, dass die CPU runtergetaktet hat. Wie gesagt, die 4,9 GHz waren immer konstant vorhanden und das für ein ITX-Gehäuse, also alles in einem ITX-Gehäuse, finde ich mega. Also ich bin wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe auch, glaube ich, ein gutes Sample erwischt. Ich werde jetzt nochmal einen Run machen. Hier, jetzt haben wir die 80 Grad. Aber wie gesagt, wenn es warm ist, ich habe jetzt hier eine normale Zimmertemperatur von, was haben wir hier? 22 Grad, 21 Grad. Temperaturen sind wirklich in Ordnung. Auch, ich denke mal, wenn es warm ist im Sommer, auch hier wird der Noctua die Temperatur halten können. Ohne Probleme. Der Lüfter ist zu hören, muss man dazu sagen. Er ist wirklich zu hören, aber nicht aufdringlich oder so. Ganz normal. Aber immerhin noch leiser wie ein Gaming-Notebook oder so. Ja, die Gaming-Notebooks, die pusten ja richtig und das wird richtig laut. Ja, wir hatten hier eine Abwärme von 191 Watt, sofern man das hier glauben kann. Ist enorm viel. Aber, wie gesagt, der Noctua, er kann's. Ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Und das war's jetzt erstmal hier von der Temperatur. Grafikkarte. Auch bei der Grafikkarte, die Temperaturen, zieht ja dauerhaft kalte Luft, die sind in den normalen Bereich. Also wie gesagt, 70, 72 Grad habe ich maximal erreicht mit Cold War. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Es kommen noch weitere Videos von mir. Aber das war jetzt erstmal das Projekt großer PC in einem kleinen PC. Mit einem mit einer High-End-CPU und einer relativ guten High-End-Grafikkarte möglich. Ja. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.